Ja, hallo Leute, schön, dass ihr da seid. In diesem Video zeige ich euch, wie man einen Marienkäfer platt macht. Die meisten von euch sollten es zwar schon geschafft haben, aber dieses Video richtet sich an die Neuen im Game. Und für euch sollte das doch ganz interessant werden. Und wir beginnen doch gleich mal mit dem Setup. Ihr braucht einfach nur einen Kieselhammer. Den müsst ihr nicht upgraden oder sonst wie. Stinknormaler Kieselhammer reicht. Und ein Rösserkäferschild. Eine Eichelrüstung wäre auch sehr von Vorteil. Eicheln findet ihr übrigens hier in dem großen roten Baum. Die liegen dort unten dann überall verteilt und spawnen immer wieder nach. Also da müsst ihr euch keine Sorgen und Gedanken machen. So, wir stehen jetzt hier an der Anfangsforschungsstation, genau. Schweres Wort. An dem Kasten hier. Und von da aus laufen wir einfach nur Richtung großen roten Baum. Und auf dem Weg dorthin sollten wir dann den besagten Marienkäfer ganz einfach finden. Ja, ja, ich höre ihn doch. Da ist er doch. So, wir nehmen unser Rösserkäferschild und unseren Hammer. Und dann kann es auch schon losgehen. Ihr braucht euch nicht wundern, ihr macht extrem wenig Schaden, also ein bisschen Geduld müsst ihr mitbringen. Nein, jetzt greift mich noch so einer hier an nebenbei. Nein, das sollte jetzt nicht passieren. Oh, leck mich doch am Arsch. Nein. Nein, das sollte nicht passieren. Oh, piss dich doch. Nein, jetzt bekämpfen die sich. Oh nein. Na gut, ich gehe weiter. Den Marienkäfer können wir vergessen. Wir suchen uns einen neuen. Ärgert mich jetzt schon ein wenig, aber naja gut. Da ist doch ein neuer. Ein neuer, frischer Marienkäfer. So. Wichtig ist, dass wenn ihr den angreift, wirklich euer Schild schön oben haltet, weil ihr seid, glaube ich, One-Shot am Anfang tot. Und das war's. Und mit der Eichelrüstung solltet ihr, denke ich mal, 2 bis 3 Schläge aushalten können. So, und dann muss man hier, wie gesagt, ein wenig Geduld mitbringen. Und halt aufpassen. Jetzt macht er hier wieder seinen komischen... Sein Kraftschrei hier. Da heilt er sich. So, und dann muss man immer wieder schön aufpassen und blocken. Manchmal haut er auch das Schild runter. Aber bevor er erneut angreift, kann man es wieder hochnehmen. Die Abklingzeit passt da ganz gut. Ja, wie man sieht, entwaffnet er mich kurz, mehr oder weniger. Man hat aber mehr als genug Zeit. Nein! Das war jetzt sehr gefährlich. Also hier muss man dann wirklich vorsichtig sein. Und wenn man ja vorsichtig ist, hat man ja keine Probleme. Ihr könnt immer 3 Schläge hintereinander ausführen und der dritte Schlag ist immer der stärkste. Und hat auch die Chance, den Marienkäfer mal zu betäuben, wie man sieht. Worauf ihr noch achten solltet, wäre eure Ausdauer. Weil wenn die am Boden ist, könnt ihr euer Schild nicht mehr oben halten und kassiert ein und das war's dann. Ihr habt halt den Marienkäfer immer ganz genau im Blick. Guckt immer, was er macht. Ja, das war knapp. Manchmal schlägt er auch nach kurzer Zeit nochmal zu. Da sollte man dann aufpassen.
Und gleich ist er doch geschafft, der Kollege. Ach, komm her. Da liegen die Eichen. Hintergrund. So, komm. Noch. 1, 2 und der letzte. Und das war's. Das war's. Und da bekommen wir jetzt 4 Marienkäferteile. Ja, bisschen Pech gehabt. Man hätte auch noch einen Marienkäferkopf bekommen können. Und hier liegen dann die besagten Eicheln. Muss man dann hingehen. Und dann sieht man schon das Hammer-Symbol. Hammer Stufe 1 braucht man. Haut hier dreimal drauf und dann hat man hier seine Eichelschale. Und manchmal droppt er dann auch noch die Eichelkappe. So, ich denke mal, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute.